Es kommen nämlich die Rostigen. Die können wir so besiegen. So, das klappt noch ganz gut. So, die Eisernen müssen weg. Ich glaube nicht, dass Seraphine die kontrollieren kann, aber wir probieren es einfach mal. Doch, kann er. Hätte ich schon viel früher machen sollen. Okay, Xoti, du... muss mal lieber... Oh, wir haben zwei. Heilung. Wie heile ich dich am besten? So, ihn wiederbeleben. Oh, er castet ein Feuerschild, nicht gut. Oh, wir haben es geschafft. Das war die letzte Welle. Ich hätte schon können, danach kam noch eine, aber gut. Die Schöpfungen des betagten Besiers sind bezwungen. Gute Arbeit, Wächter. Der Keiler ist zufrieden. Du hast alle Gefahren getrotzt und dich durchgesetzt, wo jene, die dir unterlegen waren, eingeknickt sind. Hast du das Zeug dazu, der auserwählte Überlebende zu werden? Kehre zum Becken der Erinnerung zurück, um mehr über deine Fähigkeiten herauszufinden. Yay. Was für ein Krampfkampf. Da war sogar er hier einfacher. Find's lustig, dass der hier eigentlich nur eine Sidequest war. Und kein ernstzunehmender Kampf. Kein Hauptkampf. Ernstzunehmend war er schon. Aber er war einfacher als das jetzt gerade eben, ganz ehrlich. Und gut, ich hätte es mir einfacher machen können. Ich hätte mit Seraphim viel früher ein Konstrukt übernehmen können. Ich habe vergessen, dass sie kaum geistliche Abwehr haben. So, jetzt kommt aber erstmal wieder der hier mit seinen Bären. Ein großer Bär von einem Gestandenen und sein Bär betrachten dich eingehend. Der Geruch ihres Moschus ballt sich zu einem einzigen durchdringenden Gestank zusammen. Hinter euch murmeln und flüstern die Besucher der Arena voller Erwartung. Das ist der Augenblick der Wahrheit, nicht wahr, mein Junge? Two survivors enter. One survivor... well, survives, I suppose. Zwei Überlebende betreten die Arena. Ein Überlebender wird
Nun überleben, nehme ich mal an. Er lacht, doch es ist kein freundliches, sondern ein grimmiges Lachen. Oh, we could just walk away. Have a drink. Yeah, maybe two drinks. Oder wir können einfach verschwinden, zusammen einen trinken gehen. Oder bei Hel vielleicht auch zwei. Wer ist Hel? Ah, Hel ist das Jenseits. Also Hel ist ein umgangssprachlicher Begriff, der in Edir, dem Dürwald und Rizeras für das Jenseits verwendet wird. Also im Altedirianischen, hä? Er scharrt mit dem Fuß über den Boden. Tiefe Falten zeigen sich dabei auf seinem ganzen Gesicht. Live by the Fang, boy. You've gotta be prepared to die by it as well. Wenn du durch die Reißzähne lebst, musst du auch darauf gefasst sein, durch sie umzukommen. Er klopft Konstantin freundlich auf die Schulter. Ich freue mich schon darauf, deinen Mut zu testen. Zu Tomorrow Weiß Ehren. Dokkan Titschen. Na, hast du mich vermisst, mein Junge? Hey, now, none of that. Wouldn't do to have the crowd think our intentions anything but full up of bloodlust. Hey, hör damit sofort auf. Das gibt es hier nicht. Die Menge darf bei uns nur eines sehen, den absoluten Blutdurst. See you on the other side, huh? Ich sehe dich da auf der anderen Seite wieder. Er runzelt die Stirn und winkt dann die Truppe des Bären in die Arena. So, dann rasten wir mal wieder, damit vor allem Konstantins Wunde weggeht. Dann gucken wir, ob wir wieder eine neue Jagdaufgabe kriegen. Ja, ein einsamer Überlebender in einer unwirtlichen Wüste. Contender, what can I interest? Of course. So, das überspringen wir einfach mal. Gehen wieder hier rüber. Nichts Neues hier. Welcome. I hope I can rare is unforged continuously. Nein, okay. Gut, das heißt. Wir gucken jetzt mal, was das. Mist, welches Teil war für das Überlebende? Der Schädel der Matrone. Mhm. Gut, das heißt, wir nehmen jetzt mal, opfern jetzt mal den Schädel. Gucken, was dabei rauskommt. Ausdauerprüfung Skelettmannschaft. Während jeder Herausforderer, der den Übergangsritus überlebt, ein oder zwei Skelette niederstrecken kann, so erfährst du einen fähigen Krieger, um in einer nahezu endlosen Mauer dieser furchtlosen, wahnsinnigen Gefäße zu überleben. Stelle deine verbleibende Macht in diesem Kampf gegen unzählige Horden von Skelettgegnern auf die Probe. Ja, warum nicht? Also ich meine, solange es bei Skeletten bleibt und nicht wieder Vampire kommen. Ein einzelner Knochen bricht leicht, aber im Verbund sind sie stark. Die kleinste Bedrohung kann überwältigend werden, wenn die Menge nur groß genug ist. Überdauere und du wirst siegreich sein. Gute Jagd. Amphoren. Hm.
Das sind jetzt Skelettkrieger. So, das war die erste Welle. Das war jetzt noch harmlos. Tödlicher Stahlrückenhautding. Na. Hagrim sieht echt nicht gut aus. Tödlicher Stahlrücken, Stahlrückenkrieger. Okay, die nächste Welle enthält Magier und Priester. So, erst muss der Magier weg, denn die sind gefährlich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das noch nicht ausgestanden ist. Ja, da kommt die nächste Welle. Stahlrücken, Stahlrücken, noch ein Stahlrücken und nahverstandener Waffenmeister. Über den kümmert ihr euch. Du jumpst mal darüber. Xoti. Mach mal den Avatar an. Ach, da steht die Nutzung. 6 von 8. Hehehe. Da habe ich auch noch 6 von 8. Auch gut. So, ich habe jetzt gerade keine Übersicht, wer wo steht und was noch lebt. Du solltest dich heilen, sobald du aus der Starre raus bist. Du heilst dich auch am besten nochmal selber. Das sollte ich vielleicht öfter mal benutzen, den Schleier des Winters. Ach du meine Güte. Ja, den sollte ich sofort benutzen.
Komm, Meteoritenschauer. Take much more.